Was tust du hier? Eben bin ich hier zur Schule gegangen. Niemand will mir noch einen Job geben. Ich bin total ausgestoßen von der Gesellschaft. Ich kann nicht mehr. Es war ein Junimorgen, vor ungefähr 20 Jahren. Ich wurde als Sohn eines reichen Mannes geboren. Ich hatte alles, was man mit Geld kaufen kann. Nur Freiheit. Freiheit hatte ich nicht. Mich hätte ich gar nichts mehr. Gehen wir doch zusammen weg. Lassen wir dieses Leben hinter uns und irgendwo anders finden wir ein neues, ein besseres. Denjenigen, die dir keine Chancen geben kann und die dich verschließen. Und wenn es uns misslingen? Uns misslingen? Schraub deinen Mund nur bis zum Punkt des Hals und es misslingt uns nicht. Ich wage es nicht. Nein, sie drängen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie erobern ganze Welten und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht mehr. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Bis hierhin und nicht weiter. Und wir werden sie bezahlen lassen für ihre Taten. Der Gedanke von den Vergötterungen. Also lang, lass uns nach Bremen ziehen, eine Räuberbande zusammenziehen und... Was gabst du denn so? Ist denn das den Mut schon verflogen? Sieh doch. Der Wald wird heller. Ich erzähl euch mal was. Ich habe mir alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, selber erarbeitet. Ich musste mich für niemanden bewegen, mir für niemanden die Finger krumm machen, weil ich... um an die Spitze zu kommen, an keinen anderen als an mich dachte. Was macht er? Was macht er denn? Er geht zum Staat und leiht sich zwei Hände. Ganz ehrlich, bei so viel Engagement will ich ihm nach dem liebsten in den Arm nehmen und sagen, du bist so dumm! Ey, du Arschloch, du! Das ist ja so ekelerregend. Wie kann man nur auf diese Art sein Geld verdienen? So, jetzt bin ich dran. Halt! Warte! Was ist? Wo hast du die Knarre her? Ich hab doch gesagt, ich muss da was aus meinem Spind holen. So seid ihr. Kannst du nicht machen! Hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Ich lass mir was einfallen. Er soll aber seine Strafe sofort bekommen. Wenn du ihn umbringen willst, muss er mich umbringen. Was soll denn der Blödsinn? Jetzt machst du alles kaputt. Ich will diese Idee hatten, eine Räuberbande zu gründen und dieses System zu bestrafen, war nie von uns die Rede. Sogar Andreas Bader sagte schon, man kann kein Omelett braten, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Das war Charles Darwin. Sei doch ruhig! Ihr seht, wir haben noch einiges zu tun. Ihr habt eure Gerechtigkeit bereits bekommen. Aber es gibt auch andere, die unsere Hilfe brauchen. Euch wünschen wir noch einen schönen Abend. Und wenn sie nicht gestorben sind, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.